hallo, willkommen zu einem neuen Video von Holz und Meer. Heute geht es darum, mal kurz die Absauganlage vorzustellen, die Technik, die verwendeten Rohre und die Schieber. Das Herzstück der Anlage ist ein alter Festo-Staubsauger mit 1000 Watt Leistung und damals schon mit einer Einschaltautomatik. Das heißt, er hat drei Schaltstellungen hier oben, 0, Aus und Automatik. Des Weiteren hatte er damals einen weiteren Anschluss, um Druckluftgeräte zu betreiben bzw. dann auch die Staubabsaugung einzuschalten, wenn man Druckluftgeräte betreibt. Das konnte ich dann ganz gut nutzen, weil ich über diese Funktion und über einfache Ein-Ausschalter den Staubsauger auch einschalten kann. Und das Ganze an mehreren Stellen, überall da, wo ich ihn außer habe, zum Beispiel um einen Bodenstaubsauger anzuschließen. Um Staubsaugerbeutel zu sparen, weil die bei dem Festo verhältnismäßig teuer sind und auch sehr schnell voll sind, habe ich mir einen Dust Commander, also einen sogenannten Zyklonvorfilter geholt, eine Blechbox, einen Blecheimer und habe diesen auch mit einem Schauloch versehen. So sehe ich immer, wenn es dann langsam Zeit wird, ihn zu leeren. Das Leeren ist eigentlich ganz einfach. Der hat hier oben, wie bei diesen Fässern, einen Verschluss. Den kann man aufmachen. Und was ich noch gemacht habe, weil er irgendwann anfing, dieser Blechbehälter sich zusammenzuziehen, merkwürdigerweise nach, ich weiß nicht, mindestens 4 Wochen später, habe ich hier noch einen Holzring reingemacht, um den Unterdruck, oder damit der Blechbehälter den Unterdruck standhalten kann. So, weiter geht's hier oben. Das ist der Einlass, kommend von den Absaugstationen, den Maschinen, den Bodenstaubsaugeranschluss und so weiter. Und das hier ist der Anschluss für an den Staubsauger. Die dreckige Luft kommt also praktisch hier rein, wird hier verwirbelt. Staub, Späne und so weiter fallen nach unten weg. Und oben kommt eigentlich fast nur noch saubere Luft an. Also den Beutel habe ich, seit ich den Dust Commander habe, nicht wechseln müssen oder sonst irgend sowas. Das ist nur noch minimalst, was oben ankommt. Zurzeit benutze ich 2 verschiedene Absperrschieber. Die zeige ich nachher noch im Detail. Ich habe also überall hier Auslässe hingemacht. Das hier zum Beispiel ist ein Schlauch, um einfach mal einen Bodenstaubsauger, als ganz normalen Staubsaugerrohr anzuschließen. Hier oben, das sind Steckdosen, die als Slave dienen für den Staubsauger. Oder ich kann dann hier auch den Staubsauger wieder einschalten, wenn ich zum Beispiel hier den Boden absaugen will. Wenn ich also angenommen ein externes Gerät anschließen will, wie jetzt hier so ein Rutscher, dann nehme ich mir auch einen Schlauch, stecke den Rutscher in eine der Slave-Steckdosen. Natürlich müssen die Schieber entsprechend gestellt werden und dann saugt der Staubsauger auch automatisch mit ab. Man hört ihn noch ganz leicht im Hintergrund. Für die Bohrmaschine habe ich mir auch eine Absaugung gebaut oder einen Anschluss für die Absaugung. Diese wird allerdings nicht eingeschaltet, wenn ich die Bohrmaschine einschalte, weil man manchmal Sachen bohrt, da braucht man keine Absaugung. Das funktioniert auch wieder mit diesem zusätzlichen Ein-Ausschalter. Ein Absperrschieber hier oben. Und dieser Arm, den ich also drehen kann, bewegen kann, wie ich ihn brauche. Mehr ein Gag, ein nice to have. Ist diese Bodenabsaugung, wenn man mal größere Späne hätte. Auch wieder hier mit Absperrschieber, extern einen Ausschalter und dann kann man das Zeug hier reinkehren und weg ist es. Ja, und der Vollständigkeit halber noch mein Schwenkarm für die Festo Rotex. Der ist genauso angeschlossen, auch wieder vorne mit einer Steckdose fürs Endgerät. Ein Absperrschieber der alten Variante. Und hier unten haben wir dann noch den Halter für die Rotex. Riesiger Vorteil dieser Anordnung meiner Meinung nach, das Gerät ist sehr schnell einsatzbereit. Ich muss es nicht erst rausholen aus dem Schrank, ich muss nicht erst die Schlauchverbindung herstellen, Steckerverbindung und so weiter, sondern es hängt immer betriebsbereit da. Das Einzige, was man machen muss, das ist den Hebel bzw. den Schieber umstellen. Prinzipiell habe ich für alles hier 50er HT-Rohr benutzt. Weil auch der Staubsauger hat einen, glaube ich, 60er Ausgang oder der Art.
Und dann habe ich mir gedacht, 50er Rohr wird wohl am besten passen. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich alles auf 70er Rohr gemacht hätte. Ob das mit dem Unterdruck und mit der Fließgeschwindigkeit der Luft und was weiß ich was funktioniert hätte. Vielleicht kann ja mal einer was schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Das war die Bauart der ersten Schiebe. Das heißt, es war ein Gehäuse, das nur eine Öffnung hatte. Also hier hinten war es zu, hier vorne war es offen, wo der Schieber reinkommt. Der riesige Nachteil ist, es setzt sich hier hinten Dreck fest, Staub, Späne. Und ich musste immer irgendwas haben, damit der Schieber nicht ganz nach vorne rausfällt. Also diese Kette hatte ich mir damals hingemacht. Riesen Nachteil, sie reißt irgendwann. Zweite Variante, das sind diese Schieber. Die sieht man auch mehrmals auf YouTube. Sie haben keinerlei innenliegende Vertiefung oder sonst was, also sie verstauben, verdrecken nicht. Man muss halt dann rechts und links jeweils einen Anschlag machen. Sie laufen auch leichter, finde ich. Liegt aber vielleicht daran, dass ich bei den ersten noch nicht so gearbeitet habe, nicht so sauber. Die Variante hat nur den Nachteil, ja, dass sie halt auf beiden Seiten gleich weit rausfährt. Das heißt, ich habe halt hier an der Bohrmaschine, werde ich diesen nicht einsetzen, weil da habe ich keinen Platz für, weil da das Rohr direkt an der Wand entlang läuft. Sonst bin ich mir mit meiner Tür da im Weg. Aber alle anderen Schieber, ich habe jetzt noch eins, zwei, drei, vier Stück, glaube ich, werde ich gegen diese Modelle austauschen. Das Ganze nochmal ein bisschen im Detail und ein paar Maße, falls es jemanden interessiert. Der Schieber an sich selbst, das innenliegende Teil ist ungefähr 18 cm lang, innen 8 cm breit. Und das Loch entspricht halt dem 50er HT-Rohr. Die Außenmaße des Korpus sind 10 mal 10. Und je nachdem, wie dick halt der Schieber ist, ist halt auch dann halt die Dicke des Körpers. Bei mir jetzt sind es 2 cm. Die HT-Rohre habe ich etwas angeschliffen und dann mit Pattex, irgend so einem Zweikomponentenkleber, verklebt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet von Kevin. Der hat da als Kommentar unter News, glaube ich, 1, ja, ich glaube, es war 1, geschrieben. Ja, erstmal Dank natürlich für den Kommentar und für die Frage. Und wenn noch was sein sollte, einfach schreiben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.